Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich bei Onlinehard bestellt. Ja, ich liebe es. Boah, dieses ist nicht scharf, ich kriege einen Rappel hier, ehrlich. Genau, und zwar habe ich bei Onlinehard bestellt. Ich brauchte da ein paar Sachen von Onlinehard. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den Geschenken an, die bei Onlinehard mit dabei waren. Unter anderem, also ich habe die Gele schon geöffnet, ne, weil ich davor schon Video gedreht habe, aber wo ich mir das dann im Nachhinein angeguckt habe, habe ich gesehen, dass die Qualität echt scheiße aussieht. Also richtig beschissen aussieht, ne? Keine Ahnung wieso. Aber es sieht aus, als hätte ich das mit einer Kamera von, weiß ich nicht, wann gefilmt, ne? Genau, also ich würde sagen, wir starten mit den Geschenken. So, da steht drauf, auspacken und freuen, www.onlinehat.de. Finde ich voll süß, weil, also muss jetzt nicht sein, aber ich finde es voll niedlich, ne? So, und zwar ist das ein sehr schöner Taubton. Richtig hübsch, also ich finde die richtig schön, ne, die Farbe. Ja, kann man mitarbeiten, ne? So, dann war eine Stempelschablone dabei. Diese. Die finde ich auch voll schön. Also, man kann da echt viel mitmachen. Das finde ich ein bisschen blöd immer für meine Nägel, weil ich habe echt so lange Nägel, da passt das gar nicht drauf. Man könnte das natürlich schräg machen oder, ne? Ja, fällt mir schon was zu ein. Dann war eine Folie mit bei. Und zwar ist das diese schöne Folie, weil dieses Holo, ne, ist der Kracher. Das kriegt meine Kamera gar nicht hin, da kackt die voll ab. Das ist zwar eine Winterfolie, aber ich finde die richtig schön. Allein dieses Holo. Ja, also wer Holo nicht mag, dem kann ich auch nicht helfen. Dann waren diese Wraps mit bei. Das sind kleine Schwalben, die finde ich auch voll süß. Also alleine das, ne, passt schon wieder auf meinem Nagel. Mega. Wundert euch nicht, warum der so kacke aussieht. Also aufbaumäßig ist er echt gut geworden, aber der ist eben echt ein bisschen wuchtig, breit. Aber ja, hat schon alles so seine Gründe, so wie er jetzt ist. Genau. Oh, mega schön. Ich finde es so schön, ne? Ich finde diese Wraps echt schön. Vor allen Dingen finde ich das auch gut. Das hat drei verschiedene Größen, ne? Für längere Nägel, mittlere und kurze Nägel. Ich weiß jetzt nicht, warum du Idiot schon wieder nicht so scharf stellst. Oh, dieses Antitschen geht mir echt auf die Nüsse. Dann habe ich mir bestellt 10 Mini-Buffer. Den habe ich schon probiert. Ich finde die echt gut. Ich komme da super mit klar. Ja. Und wenn ich nicht einen ganzen nehmen möchte, kann ich mir die auch hier halbieren. Dann hat man immer noch eine Hälfte, ne? Also wie gesagt, 10 Stück. Weil ich brauchte unbedingt neue Buffer. Ich hatte keine. Und ja, komme ich gut mit hin. Genau, Preise würde ich sagen, kann ich euch nur für die, sage ich euch jetzt nur für die anderen Gele. Obwohl die Mini-Buffer kam, 3,99 €. Wenn ich das wohl. Dann habe ich mir einen Ombre-Pinsel bestellt, weil mein alter Ombre-Pinsel, der, ja, hat es nicht mehr gemacht. Der ist leider kaputt gegangen, so eine Kacke. Der hat. Nee, Quatsch, die Mini-Buffer, doch, die kamen 3,99 €. Der kostete auch 3,99 €, finde ich, geht vollkommen klar. Längemäßig, ja, entweder man arbeitet so mit dem oder eben schneidet sich das da hinten noch ein bisschen kürzer, aber ich denke mal, ich werde das so versuchen. Wenn es nicht klappt, kann man den immer noch ein bisschen kürzen. Obwohl, ich glaube, kürzen werde ich den nicht, weil sonst habe ich dann nämlich nachher, ja, boah, jetzt habe ich den rausgeholt. Nicht mehr rein. Doch, jetzt. Oh. Ah, Kampf mit dem Scheißteil hier, ey. Wahnsinn, echt. So, dann habe ich mir noch bestellt diese Nailart Blümchen. Boah, die fand ich so schön. Weil in den Blümchen sind noch so kleine Perlen mit drin. Sieht man das jetzt? Oder sah das nur so aus? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, da sind keine Perlen drin. Auf jeden Fall sind in dem Paket kleine und große Blumen. Dann sind da noch diese Kaviarperlen in groß, mittel, klein. Richtig gut. Fand ich richtig schön.
Es tut mir leid, dass das so ein bisschen ab und zu so ein bisschen, wie sagt man zu diesen Flecken da, boah, ich komme da jetzt nicht drauf, reflektiert, genau. Aber mit meiner normalen Lampe kann ich euch zeigen, sieht das so beschissen aus, das Bild, das sieht echt katastrophal aus, deswegen lasse ich das so. Genau, die Nailart-Blümchen haben 2,99 Euro gekostet. So, dann kommen wir jetzt zu dem Treasure Glimmer Snow White. Das ist halt Tested, steht da drauf. Oh, Entschuldigung, man muss auch im Bild bleiben, ne? Tested steht da drauf. Das hat 99 Cent gekostet. Und halt euch fest, mega. Habe ich auch hier auf dem Nagel drauf. Boah, ich finde das so schön. Weil man kann das einfach so lassen und das sieht echt mega geil aus, ne? Das sind 5 Milliliter, die haben 99 Cent gekostet. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Wahrscheinlich schon. Dann ist das das Low Heat, genau, milchig Rose. Super Thick, 5 Milliliter, 49 Cent. Das ist ein ganz normales, milchiges Gel. Milchig eingefärbtes Gel. Soll sehr standfest sein. Ja, es läuft auch echt sehr, 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 sehr langsam. Hat aber auch einen Honigeffekt, ne? Also das zieht sich echt mega glatt. Ich kann euch das mal eben mit so einem Pinsel zeigen. Also ich gehe da jetzt rein. So. So, und ihr seht, es zieht sich echt wunderbar glatt, ne? Das ist richtig cool. Also das hilft einem wirklich beim Arbeiten, wenn sich das Gel von selbst glatt zieht. Ich lieb's. Ich liebe solche Gele. Also ich bin ja eigentlich überhaupt kein Geltyp mehr, weil ich mache jetzt meinen Aufbau immer mit Acryl, weil ich einfach der Meinung bin, dass das, weiß ich nicht, standfester ist. Also nicht standfester, aber eben von der Haltbarkeit, ne? Für meine Nägel auf jeden Fall besser geeignet als Gel. Aber ich habe mir jetzt diese bestellt, weil ich die unbedingt probieren wollte. Und wie gesagt, also es ist auch bombenhart, ne? Genau, dann haben wir das. Ich muss mal gucken, ob das ist. Genau. Das Treasure Line. Wo steht's? Treasure Line Forming Gel Cover Bell. Das sollten eigentlich 8 Milliliter sein, deswegen haben die mir das zweimal geschickt, damit ich auf 10 Milliliter komme, weil ich habe dafür 5,49 Euro bezahlt. Das ist ein richtig standfestes Gel, also da bewegt sich nichts. Also ihr könnt das auch so halten, da kommt gar nichts. Ich kann den Tiergel, jetzt könnte ich jetzt auch stundenlang so hinstellen, da wird sich nichts bewegen, ne? Also das ist, zieht sich nicht glatt von selbst, also das sieht man. Ich hatte das jetzt schon vor 2 Stunden geöffnet. Und bis dato hat sich da immer noch nichts getan. Finde ich cool, dass ich das jetzt insgesamt in 10 Milliliter habe. Weil so kann ich damit mehr arbeiten und für den einen oder anderen, der das möchte, ein Fazitvideo machen. Dann haben wir hier das Treasure Glimmer Tiana. Das hat auch 99 Cent gekostet. Das sieht dann so aus. Finde ich auch schön, ne? Also das läuft natürlich jetzt ein bisschen schneller, weil das eben nicht so ein Forming oder Entschuldigung, so ein Forming-Gel oder eben so ein Super-Sick-Gel ist. Dann haben wir 2x Baby Pink. Das habe ich bekommen, weil ich eigentlich das Treasure Glimmer Bell wollte. Allerdings ist das nicht lieferbar. Und da hat sich online halt gedacht, okay, schicken wir eben 2x das Treasure Sculpture Baby Pink. Ich weiß zwar nicht, warum 2x, weil ich habe das Gel, das Bell hatte ich ja auch nur einmal bestellt gehabt in 5 Milliliter. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum 2x. Aber, okay, danke schön. Nee, echt jetzt, danke. Fand ich echt voll süß, dass das eben 2x 5 Milliliter, ne, statt einmal. Aber ja, gut. Das ist das. Das ist so eine geile Farbe, ne? Hardcore. Ich bin am überlegen, ob ich die
also alle anderen so mache in dem Ton und die beiden dann in dem Ton und noch irgendwie von dem schwarzen Blümchen was mit drauf, ne? Weil die Blümchen, die fixen mich schon die ganze Zeit an. Ja, mal gucken. Irgendwas finden wir da schon. Ich habe ja jetzt auch 2 Wochen Urlaub, das heißt, ich kann mir jetzt schön meine Nägel machen. Genau, das hat, habe ich ja schon gesagt, 5,49 Euro gekostet. Ne, Quatsch, das hat auch, hätte auch 99 Cent gekostet. Genau. Dann habe ich noch eine Zufallsfarbe gehabt. Das ist Silberglitter. Die kostete wirklich nur 1 Cent. Ja, haltet euch fest, sage und schreibe nur 1 Cent. Und das sieht so aus. Boah, das ist so geil, ne? Das ist so, boah. Also, das ist so heavy, das Gel, ne? Also ich habe ja schon so einen Silberglitzer, aber ich glaube, so extrem schimmert das nicht, ne? Also das funkelt nicht so heftig wie das jetzt hier. Das ist echt krass. So, und dann habe ich mir 2 Wundertüten bestellt. Eine mit Studioline-Gelen. 5 Farben je, also eine Wundertüte für 5,99 Euro. Finde ich, geht vollkommen klar. So, da war dann dieses mit bei, so ein schönes helles Grau. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, ich hoffe, es ist nicht zu schnell. Dann ein Gelb. Oh, fängt schon an, hier so ein bisschen rauszukriechen. Ja, passiert, ne? Es ist auch so warm draußen und wir wohnen nun mal im Obergeschoss. Da laufen die Gele echt, laufen einer von, ne? Das ist so schrecklich. Ich hasse sowas, ja. Dann haben wir einmal, ich habe das jetzt Navygrün geschrieben, aber ich denke mal eher, das ist kein Navygrün, das ist wohl eher so ein dunkles Grasgrün. Auch mega schön. Dann habe ich ein grünes, sehr passend. Das ist allerdings ein Tacken heller als das Navygrün. Also farbmäßig ganz anders, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sieht das für euch jetzt gleich aus, aber das ist echt ein Tacken heller wie das. Witzigerweise. Also mit Grün kann ich euch sagen, bei den Studioline gehen haben sie es bei mir echt mit Grün gehabt, ne? Ich glaube, Kathi hätte gefeiert, wenn die das drin gehabt hätte. Die hätte das voll gefeiert. 3 Grüntöne. Ihr Leben ist perfekt. Und dann haben wir hier nochmal so einen Navy-Grünton, den finde ich richtig geil. Oder Schlammgrün. Ja, ich würde es eher Schlammgrün nennen, anstatt Navy-Grün, ne? Das andere wäre so ein ja, dunkles Grün und das ist mehr so ein Schlammton, Schlammgrünton. So, dann hatten wir ein Painting-Gel, Achromatic White, weil ich eigentlich nur aus dem Grund bestellt habe bei Online hat, weil ich eben Painting-Gele brauchte. Schwarz und Weiß, weil meine Schwarz- und Weiß-Gele sind leer. Und ich habe mit Online hat bis dato echt keine fiesen Erfahrungen gemacht, was Painting-Gele angeht. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, bestellt sie wieder bei Online hat. Weil, wie gesagt, ich hatte nie Probleme damit mit den Painting-Gelen, mit dem Weiß und Schwarz. Ne? Das war immer so, wie es sein sollte, schön deckend. Vergilbt nicht das Weiß. Also man könnte das auch als Fullcover auftragen. Ne? Es vergilbt nicht. Also es ist halt Weiß, ne? Weiß ist Weiß. Ja, man kann schön malen damit. Und einmal das Schwarz. Aber ich finde, können wir mal eben kurz festhalten, wie geil diese Tiegel bitte sind von den Painting-Gelen. Also ich finde die Tiegel echt mega. Auch die von der Treasure Line, ne? Von dieser Tested. Das Logo von Online hat jetzt hier, ne? Finde ich voll schön. Also das ist nicht so 0815, ne? Es ist schon echt hübsch gemacht. Auch mit diesem hier, ne? Auspacken und freuen. Also die lassen sich da wirklich was einfallen, ne? Finde ich echt mega. Muss man auch mal loben, ne? Und in jedem Tiegel habt ihr einen Warnhinweis. Sehr wichtig. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie in jedem Tiegel mit drin sind. Achso, ich wollte es gerade aufmachen, aber das ist ja nur ein Zwischendeckel. Ah. Genau, und dann einmal das Painting-Gel schwarz. Boah, ich liebe das einfach.
weil damit male ich sehr gerne und ich mache auch sehr gerne Full Cover damit, weil ihr braucht wirklich nur eine dünne Schicht von diesem Gel und es deckt wie Hulle. Und vor allen Dingen, ihr müsst das nicht, ne, ihr müsst da nicht so eine fette Schicht drauf klatschen und somit habt ihr auch keine Schwierigkeiten beim Aushärten. Genau. Oh, ich liebe es, ne? Vor allen Dingen die Tiegel, ey, ich komme nicht drauf klar, auf diese Tiegel, ne, wie ultra geil die sind. So, genau. Die haben je Gel 5,29 € gekostet. So, und jetzt kommen wir zur Wundertüte der 38er Sonderfarben. Ich weiß nicht, das war mal irgendeine Serie scheinbar. Das waren auch fünf Farben, die kosten 9,99 €. Ich habe keine Ahnung, 38er Sonderfarben-Serie? I don't know. Ich habe da noch nie irgendwas von gehört oder sonst irgendwas. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit der 15, 24, 25, 29. So, dann gehen wir der Reihe nach. Genau. Die 15, geh auf, ist... Ja. Boah, so ein sehr, sehr schöner Flederton. Aber das ist wirklich so ein... So ein richtig schönes, helles Lila. Also das ist schon so ein Flederton, aber ein richtig schönes, zarter Flederton, ne? Also ich habe wohl einen Flederton, aber noch nicht in diesem zarten Flieder, ne? Bei mir sind die immer ein bisschen dunkler, die Fliedertöne, die ich habe. Aber das ist richtig schön, ne? Also die Farbe finde ich echt hübsch. Mega hübsch. Mit Zwischendeckel finde ich auch immer ganz schön. Entschuldigung. So. Dann die 24. Genau, da steht nämlich auch Sonderfarben. Ich habe keine Ahnung, ich habe davon noch nie irgendwie was gehört oder so. Das ist so ein Ton. So ein schönes, helles. Boah, ey, diese Kamera macht mich gerade ein bisschen schwach. Nur ein bisschen. So, genau. Boah, mega schön, ich liebe es. Ich finde es voll schön, dieser Glitzerton, ne? Also ich bin eigentlich nicht der Pink-Typ, das wissen jetzt alle, ne, mittlerweile. Aber dieses ist echt ohne Worte, ne? So, dann die 25. Und ja, man kann schon erkennen, ein Blau. Das sieht sogar aus wie diese Eggshell oder wie auch immer. Sieht so ein bisschen so aus, erinnert mich so ein bisschen auf jeden Fall daran. Aber das wird nur so ein reines Glitzergel sein, ne? Aber auch mega schön, dieser Ton. Und das Schlimme ist ja jetzt, ne, man hat jetzt wieder so viele Farben. Ich möchte gerne vielleicht eine neue Farbe nehmen, aber ja, keine Ahnung. Dann die 29. Das ist ein schönes Schwarz mit bunten Schimmerpartikeln. Das könnt ihr jetzt schön sehen. Boah, mega. Mega. Ich habe wohl Schwarz, aber da ist dann meistens immer Silberglitzer mit drin, ne? Sieht auch schön aus, aber mit bunten ist das immer schon ein bisschen schöner, ne? Dann die 36. Und die 36 ist dieses schöne Pink. Oh, ich bin verliebt. Oh Gott, ich liebe es, ey. Oh, scheiße. Jawohl. Wenn man einmal rumschmallert, dann ist echt der Wurm drin und man schmallert die ganze Zeit hier rum, ne? So, ich glaube, Auftrag mache ich dann mal gesondert, weil... Oh, wenn ich das jetzt noch mit in dem Video reinknalle, dann wird das Video wieder so lang und... Boah, nee, finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Deswegen mache ich das mal in einem gesonderten Video, den Farbauftrag für euch. Genau, also das war's soweit von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video.